Hallo und herzlich willkommen zurück bei Let's Play Kena Bridge of Spirits. In der letzten Folge haben wir hier den Maskenmacher besiegt, haben ja das Relikt quasi auch bekommen, also das erste Toshi-Relikt. Und ja, unsere nächste Aufgabe sind natürlich dann jetzt noch die beiden weiteren Tore zu öffnen, um an die anderen beiden Relikte zu kommen. Genau. Zuerst reden wir mal mit Zaju. I knew Toshi since he was a boy. Watched him grow into a leader. He cared deeply for our people. Losing so many drove him to do terrible things. Kann ich nachvollziehen irgendwie. Okay. Dann schauen wir uns hier noch kurz um. Hier gibt es noch eine Kiste. Mit, ich vermute, das ist ein Stein. Resilienz. Schaden des Stabs ist für 8 Sekunden moderat erhöht, nachdem Schaden genommen wurde. Verliere allen Mut beim letzten Treffer. Ich behalte das mit der Heilung. Okay. Jetzt können wir hier... Oh, na, wir können hier noch meditieren. Das nehmen wir natürlich mit. Mehr Lebensenergie ist immer gut. Ja. Haben wir schon ein ganzes Stück mehr Leben. Oh, von hier oben sieht man auch das ganze Dorf. Cool. So, dann würde ich sagen, sporten wir mal zurück. Hab's jetzt hier in der Nähe ein... Ja, genau, da unten gab es einen Schnellreisepunkt, den wir jetzt auch gleich nutzen werden. Und zurück ins Dorf gehen, um uns, ja, der nächsten Prüfung zu stellen. Müssen wir hier hinten lang. Und ja, genau. Jetzt haben wir ja einen Bogen. Können wir das jetzt hier irgendwie... Das können wir nur von der anderen Seite. Kommen wir irgendwie auf die andere Seite? Also von da nicht. Maximal von da drüben irgendwo. Nur mal kurz schauen, wie wir jetzt hier weiterkommen. Ja, genau. Ja. Abschießen, um die Zugbrücke runterzulassen. Ja, perfekt. Das sieht richtig aus. Okay. Das hat irgendwie anscheinend von hier keine Wirkung. Ach, hier sind Gegner. Okay. Die werden wir jetzt erstmal ganz schnell plätten. Oh, wir haben jetzt auch die Rot-Aktion zur Verfügung. Dadurch, dass wir Level 4 erreicht haben. Sehr schön. Oder? Nein. Hey, stehen geblieben.
Das waren dann doch noch nicht die letzten Gegner. Der letzte war dann doch der große. Aber mittlerweile sind die auch gar nicht mehr so schwer. Warum? Kann ich denn das da nicht abschießen? Jetzt können wir das Rad eintreiben. Kann man nur Kristalle sammeln. Okay. Dann schauen wir noch mal kurz in dieses Haus. Schauen uns kurz um, ob es hier was gibt. Ah, gibt es noch eine Kiste. Sehr schön, sehr schön. Danke, danke, danke. Und hier ist auch noch. Ja, ein Basecap. Das ist cool. Ah, okay. Muss ich das nochmal machen? Ja. Und vermutlich nochmal. Da scheint es einen Rod zu geben. Seit dem Moment jetzt, wenn da diese Mutterlinge rumfliegen. Ja. Ja, genau. Und jetzt haben wir ihn eingesammelt. Unseren neuen Kameraden. Oh, tatsächlich, bei 100 gibt es noch ein Level. Was? 100, what? Okay. Würde ich erstmal sagen, gehen wir hier weiter. Den Schnellreisepunkt haben wir ja anscheinend aktiviert. Und weiter geht's. So. Nächster Abschnitt. Bad des Jägers. Ich bin gespannt. Ich hoffe, ihr auch. Ich bin mal gespannt, wie es weitergeht. So. Ich denke mal, hier warten auch wieder viele Rätsel und viele Gegner. So wie beim... ja, so wie beim letzten Abschnitt. Wir haben auch schon wieder 530 Karma, sehe ich gerade. Da können wir doch bestimmt noch eine Fähigkeit freischalten. Kenas Schildstärke erhöhen. Das machen wir als erstes. Okay, haben wir hier hoch? Vielleicht, wenn wir... Sporten? Nein. Ja, okay. Dann gehen wir erstmal hier weiter. Von hier aus vielleicht, aber... Ich weiß halt auch nicht genau, was das... Ich habe diese Markierungen nicht gesehen.
They seem to depict a more violent nature, glorifying the hunt. Okay. Folgen wir mal. Was? Also das kann nichts Gutes sein. Das ist eine Falle? Das sieht aus wie eine Falle, ja. So eine Stolperdrahtfalle. Ja gut, Fahrt des Jägers, ne? Das würde schon Sinn machen. Macht auch Sinn als Jäger. Ne? Okay, er hat also nach einer Waffe gesucht. Also es ist tatsächlich einfach eine Falle. Also es ist einfach eine Falle. Es ist eine Falle. Die man nicht unbedingt treten sollte. Nee. Auf jeden Fall nicht. Oh, mal kurz gucken, ob wir hier irgendwas mit Corruption halt lösen können. Ich gehe dann die Fallen weg. Nein. Okay. Jetzt hier oben eine Kiste. Noch eine Kiste, die werden wir auf jeden Fall öffnen. Das Teil nehmen wir natürlich immer gern. So, und ich glaube, jetzt hatte sich dieser Weg hier geöffnet. Hallo, immer her damit. Ja, hier sind wir auch richtig. Okay. Das mit dem Sprung ist schon cool. Kann man auch über solche Abgründe. Ja, rüber.
Sporten. Hier gibt es viele Pflanzen. 3 Stück insgesamt. Okay, also wir sind jetzt auch schon bei Toshis Reue angekommen. Sieht aus, als müssten wir da irgendwas draufstellen. Ein Schnellreiseplan. Da ist was. Okay. Nee, wo hat das jetzt hingezeigt? Mal. Was ist hier? Ach nee, von hier sind wir gekommen. Okay, von hier sind wir gekommen. Okay. Jetzt mal einen kleinen Überblick verschaffen. So, und jetzt schauen wir nochmal. Hier vorne eins aktivieren. Wo zeigt das hin? Irgendwo hier? Ah, hier. Okay. Und das zeigt nach da. Und das zeigt nach da, na klar. Okay. Sag mal. So, und das zeigt jetzt nach da. Das zeigt jetzt. Ach da. Perfekt. Okay. Dann wartet hier vermutlich der Jäger. Ja. Oh. Nein. Bitte agieren. Ich dachte jetzt, oh, ich setze mal schnell die Maske auf. Passt schon. Jemand. Geflogen. Ja, der Jäger. Okay. Er wird sich vermutlich immer in sicherer Distanz befinden. Okay. Schwer zu treffen. Wieder einmal heilen.
sollte mit ungewöhnlichen Schleudern gehen. Sich eigentlich durch die Bombe anbinden lassen. Nein, ich gucke nicht. Mit denen zu treffen ist wirklich nicht einfach. Jetzt noch irgendwo was zum Heilen. Ja. Ist zu schnell. Oha. Jetzt hat er mich direkt bekommen. Okay. Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Dass er am Ende nochmal so einen Move auspackt. Ich glaube, jetzt springen wir das Ganze mal. Ach, war auch direkt getroffen. Ja. Den Angriffen ist relativ einfach auszuweichen. Aber warum? Also warum? Schild gut überstehen.
bisschen Chip-Damage immer mal rausholen. Das wäre ja ein Traum gewesen. Wirklich ein reines Bogenduell. Entschuldigung, ein reines Bogenduell. Boah, krass. Ich hatte ein bisschen Angst, dass ich jetzt zum Ende hin echt übermütig geworden bin. Mit dem letzten Pfeil und dann keine Heilung mehr hätte aktivieren können. Aber wir haben es geschafft. Der Jäger. Ja, aber auf jeden Fall schon ein bisschen anspruchsvoller als als der Maskenmacher eben. Ja. Gut. Und neue Rut. Dann werden wir nochmal meditieren. Unsere Max Energy nochmal ein bisschen erhöhen. Sehr schön. Puh. So, Saju. These statues were here long before our village. Okay. Teachings of an ancient people. Crafted to help future generations understand the balance of nature. We did not understand their meaning until it was too late. No, okay. Gut. Gut. Haben wir auch den Jäger abgeschlossen. Wie einfach verschwindet und wieder auftaucht. Okay, sehr schön. Dann. Genau. Dann warpen wir uns zurück ins Dorf. Und zwar direkt an die Docks, weil da auch das nächste Tor ist. Das nächste Tor auf uns wartet. Und dann haben wir hier eigentlich einen perfekten Ort, um diese Folge zu beenden. Genau, wir haben den Jäger besiegt. Und unsere nächste Aufgabe wird dann, ja, ich weiß gar nicht, was dann hinter diesem Tor wartet. Toshis Liebe. Aber wer da auf uns wartet, das werden wir dann sehen. Und genau. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne Like und Abo da, wie immer. Aktiviert die Glocke.
falls ihr nichts verpassen wollt. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Bis dahin, macht's gut. Ciao.